Heute ist Ja. Nikolaus übrigens, ist mir gerade Das stimmt. aufgefallen. Das stimmt. Stimmt, ja. Das ist Hattet ihr mein. was in, Ja, hattet ihr was zu tun und oder vor so? zwei Das ist mein Tagen Gedanke war, und vor gerade. 2 Tagen war einfach der zweite Advent schon. Ja, das ist sowieso Ja. wieder dieses Jahr so eine Woche vor Heiligabend ist der vierte Advent. Ist maximaler Abstand. Na, Wir sind richtig früh reingestartet. maximal unbefriedigend ist das. Ich glaub, Ja, was soll das? Heiligabend ist Samstag, ne? Ja. Das heißt, Ja, wenn genau. Heiligabend an einem Sonntag ist, fällt es zusammen mit dem vierten Advent, richtig? Dann ist Heiligabend der vierte Advent. Nein, Doch, oder? weil das Ist ist ja vor es? Doch, Weihnachten. Heiligabend kann, glaube ich, Advent sein, weil es. Genau. Nee, kann nicht. Doch, Kann doch. es? Der erste Weihnachtstag ist dann ja ein Montag, also ist der vierte Advent der Sonntag davor. Aber Ja, letztens habe ich genau. ja auch irgendwie gehört, oh, jemand, das war in Und einem das ist anderen Stream. unsatisfying. Vierter Advent Da und habe ich. Heiligabend an einem Tag. Da ging es irgendwie darum, oh, es ist November und schon erster Advent. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Das muss ja im Dezember anfangen. Und ich dachte mir, wann hatten wir das letzte Mal den ersten Advent im Dezember? Ja, Geht das das? passiert nicht. Das Das passiert super selten. ja, das muss super selten sein. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, Obwohl, nee, nachzurechnen, wie warte, das genau dann geht, müsste es ja aber. vier Doch, Sonntage das sein. Also, wenn passiert es die 4 Wochen sind, dann November wäre der ist vierte Advent üblich, dann am oder? 28. Oder nicht? Ja, aber du Ja, kannst ja den ja. vierten Advent. Ja, nee, es geht nicht. Es geht nicht, oder? Es dürfte nicht Ja. gehen. Vierter, dritter, zweiter. Doch, Ihr es wisst geht. ja, wie Aber man das geht. sagt. Doch, das Doch, das geht. geht, weil Das der vier geht. das sind ja nur 3 Wochen Abstand Wenn zwischen dem das ersten Advent fünfte und dem Lichtlein vierten. brennt, was ist dann Verstehst du? passiert, Freunde? Oh, da ist der Adventskranz am Abfackeln. Vom Dann ersten hast du Advent zum Weihnachten vierten. verpennt! Oh, shit. Ich hab dir gar nicht zugehört, ich war noch am Mathe machen. Das Zitat hätte ich nicht liegen lassen. Ist das ein Zitat? Das ist doch einfach Weiß nur ein ich nicht, Spruch. Ist es scheinbar. wahrscheinlich ein Spruch? Es ist bestimmt eher, ich würde eh sagen, das ist alles von Rolf Für Zukowski, okay. Johnny Ja. klassifiziert alles als Zitat. Das ist Rolf Zukowski, Alles okay? ist ein Zitat. Ach so. Rolf Zukowski hat in meiner Kindheit auf jeden Fall krass Weihnachten, ja. Ich kenne Wie sagt den man? Namen. Wünsche mir zum heiligen Christ einen Kopf, der keine Ich verbinde Vokabel ihn mit der vergisst. Kenne ich nicht. Weihnachtsbäckerei. Einen Ja, Fußball, das der sowieso. alle Weihnachtsbäckerei Scheiben ist ja, das zerschmeißt. Lied. Und eine Hat Hose, er das die gemacht? zerreißt. Oh. Okay. Und Dezemberträume, das hat meine Schwester Ja, der früher hat etliche Sätze. Ich Dezemberträume. hab Kenn ich das. Kennst du doch Ich. bestimmt, oder? Das kenne ich auch nicht, das klingt so dumm. Dezemberträume. Ja. Oh mein Gott, ich Das war muss euch voller den gute Hits. Da Pokémon-Song zeigen. Es gab gibt es sogar so. Musikvideos zu, wie die in den Schnee da rumgefahren sind mit Schlitten, Welchen glaube ich, oder so. Pokémon-Song, Johnny? Es gibt nämlich, ich habe letztens auch wieder ins Pokémon-Weihnachtsalbum reingehört. Ich weiß nicht mehr, wie das Album heißt. Oh, Von es gibt jetzt auf gerade jeden Fall bei. das Lied Pikachu for Christmas. Ja. I'm gonna give Santa a Pikachu for Christmas. Ja, und Tesi hatte selber so eine CD und hat das auf YouTube hochgeladen von irgendeinem Pokémon-Album. Und ich weiß nicht, anscheinend findet man das sonst nirgendwo auf YouTube. Deswegen bin ich super gespannt, ob du das kennst. Das muss ich dir unbedingt zeigen. Das sind die deutschen Sprecher. Und die haben. Oh Ich mein glaube, Gott, pass auf, ich glaub, ich will ich es nicht muss. spoilern. Oh Das mein ist Gott, Moment. wundervoll. Okay. Aber zu Maeve, zu dir kann ich noch sagen. Rolf Zukowski hat ja so ein ganzes Album nur mit diesen Das Weihnachtsliedern wird gemacht. so hart in meine Mögis Museum-Folge, die ich diese Woche aufnehmen wollte, reinschneiden. Deswegen werden wir gar nicht erst reinhören. Und zwar, was ich mal gesehen habe, das war in irgendeiner Art Kids, habe ich durchblättert. Da habe ich eine Sache gesehen und ich dachte mir, wow, die Pokémon-Welt-CD, was ist da wohl alles drauf? Und wisst ihr, was da alles drauf ist? Verschiedene Dinge. Pokémon-Songs Zum aus einen aller natürlich Welt? das Lied von Pokémon-Welt. Ach so, das habe ich mir Davon fast gedacht. verschiedene Versionen, das Video und so. Und dann auch das Lied Pikachus Winterurlaub. Oh, nicht Summer Vacation, sondern Oha. Pikachus Winterurlaub, ich weiß nicht, was das für ein Lied ist. Und ich habe mir extra diese CD geholt, um das mal anzuschauen. Und ja, willst du mir sagen, dass du jetzt ausgerechnet diese Woche, wie kommst du jetzt an mit, hey, wusstest du ja, dass es ein deutsches Pokémon-Weihnachtslied gibt? Willst du mich eigentlich verarschen Ich oder so? weiß. Es ist die Zeit in diesem Jahr, wo man Ich darüber weiß nicht, ob es nachdenkt. das sein wird. Ich weiß nicht, welches es sonst sein sollte. Außerdem, da ist auch eine Werbung drin von, das ist Barbie Schiller. Und Wer ist Barbie Schiller? sie hat verschiedene Barbie Schiller? Pokémon-Lieder gesungen, wie zum Beispiel Moment, Barbie ist ein Name? In der Dunkelheit der Nacht. Mach dich nicht Ja, über die Barbie Namen ist ein lustig. Vorname, Auf jeden Alter. Fall, was da Ken ist auch ein die. Vorname, Fully. Da Von Barbara, glaube ich. ist. Die erste Zeile in dieser Beschreibung ist: Alle lieben Barbie Schiller, denn sie ist das Pokémon-Girl.
Barbie ist blond, hübsch und ein, in Anführungszeichen, Pokémon zum Anfassen. Wieso ist sie ein Pokémon? Sie ist Pokémon zum Anfassen, aber pass auf, das Beste daran ist, sie haben nicht anfasst geschrieben, sondern anphasen mit einem S. Zum Anphasen. Ich weiß nicht, welcher Redakteur da gerade ein bisschen geil auf sie war oder so, aber mein Gott. Er hat auf jeden Fall nicht klar nachgedacht. Oh ja, diesen Pokémon zum Anfassen. Jeder liebt sie. Aber dann war das Blut gerade nicht im Gehirn, sondern woanders. Und es hat nicht mehr gereicht, um Anfassen richtig zu schreiben. So ein komischer Satz. Johnny, es wäre so witzig, wenn es wirklich das ist, was du auch hast. Ja, wollt ihr den Song jetzt nicht hören? Ich würde ihn euch so gern zeigen. Hey, wie heißt der denn? Ja, ich dachte, die Reaction-Zeit kommt eher später. Dann hätte ich es da nochmal angeführt. Ja, wie heißt es denn? Ich schaue. Wenn es Pikachu Swinterlope ist, dann muss ich nämlich leider erstmal absagen. Nee, obwohl. Ich weiß nicht, was es sonst sein sollte. Find's auch nicht mehr. Aber ich wie du findest es nicht mehr. Hier, auf WhatsApp. Ja, ich wusste nicht, wo es mir geschickt wurde. Ey, ja, WhatsApp, Johnny! Kannst du einfach mal, wenn du was aufnimmst, dein fucking WhatsApp-Tab schließen? Das ist so dumm. Das ist doch nicht so schwer. Nee, ich merk das nicht, weil ich hab den ja offen und dann, wenn wir Ersatzbank aufnehmen, stürzt der keinen. Und dann höre ich das fast schon gar nicht mehr, dass ich das überhaupt hab. Ich habe mir das Pokémon-Video reingeschaut, das wir aufgenommen haben. Ja, und dann wieder Ding und ich dachte mir, mein Gott, schließ doch mal den Tab. Du hast doch komplett recht, das tut mir auch leid. Oh, er hatte das in der Aufnahme. Ja, ich vergesse. Der hat das immer in der Aufnahme. Ja, auch wenn er für die Herne-Herausforderung was zuschickt. Johnnys Video ist immer voll mit Ding, Ding, Ding. Oh, stimmt, das kann sein. Du hast auch noch einen Sound da an. Okay, das ist vielleicht ein Thema. Hast du in irgendeiner Form irgendwo Sounds an für Benachrichtigungen? Nein. Es ist WhatsApp Web. Ja und? Ja, wie soll ich das machen? Rechts legt den Tab muten tatsächlich. Ich hab selber gerade gesagt, ich kann den Tab muten. Warum fragst du das? Jetzt sind doch die Tipps endlich an von Fulli. Ich will das doch. Ich will ja. Jetzt mute doch den Tab. Ich meinte jetzt am Handy, da habe ich halt Vibration. Ich will ja nicht nichts hören. Ich will ja merken, wenn mir während den Aufnahmen mir jemand schreibt oder so. Ich vergesse dann nur, wenn ich selber was aufnehme, dass man das ja immer noch hört oder dass das nerven könnte. Ich blende das einfach aus. Ich merke es dann beim Aufnehmen auch nicht, dass da dieser Sound kam. Weil es für mich normal ist, während der Ersatzbank den zu hören und zu ignorieren. Das ist ein bisschen blöd. Also Morgi, du hast komplett recht, ich sollte das nicht machen. Wie heißt jetzt der Song? Pokémon Christmas Medley. Klingt also anders. Das Album den Teil können wir noch bei der Audioform dann. Wir werden später reinhören. Genau. Aber das können wir auch, das kann ich auch für Audio noch machen. Also keine Sorge, die nur zuhören. Das könnt ihr auch hören. Den Weihnachtszauber. Das solltest du generell nicht das Video zeigen. Das ist einfach nur so ein Selfmade-Musikvideo mit irgendwelchen GIFs und so. Dann sollte ich es doch erst recht zeigen. Ja, oder okay. Verzeihung. Oh, sind da Fanarts? Das ist so ein super schlechtes Video mit irgendwelchen Blingy-GIFs. Das willst du gar nicht sehen. Ich habe nicht gesagt, dass es schlecht ist. Ich dachte mir, vielleicht hat Tesi das selber gemacht. Ja, dann sollten doch Leute, das wunderschöne Video doch sehen. Ja. Echt mal. Jetzt ist es wunderschön. Ich dachte, das ist ihr vielleicht unangenehm. Muss ja nicht sein. Wenn es doch mit irgendwelchen GIFs oder so ist. Ja, es ist bestimmt witzig. Oder ist es voll mit GIFs, in denen Ash und Misty irgendwie sich umarmen und küssen? Ich weiß nämlich, dass es da so eine Community gibt und dann verstehe ich, dass es vielleicht unangenehm ist. Es ist ein Anime-Music-Video. Und dazu läuft auch gar nicht der Christmas-Song, also einfach nur. Die Nightcore-Version von Every Time We Touch. Läuft immer dazu. Und dann wäre schon Misty. Ist immer, wenn Nightcore losgeht, ist immer Schlumpfen-Disco mit der Kaskade. Ja. Oh Mann. Meint ihr, es gibt Nightcore Rolf Zukowski? Ja. Es gibt alles. In der Weihnachtsrecke. Ich höre es halt schon förmlich vor mir. Ja. Bei dem Video, was als Bild verwendet wurde, ist dann so ein Anime-Mädchen mit einer Weihnachtsmütze auf. Das sowieso. Ich meine, stelle ich mir vor, Rolf Zukowski ist ein Anime-Mädchen und dass wir von der Weihnachtsbäckerei sind. Ja, also Nightcore in der Weihnachtsbäckerei gibt's. Nightcore-Dezember-Träume gibt's auch. Ja, ich wollte gerade sagen, gibt es auch Guten Tag, ich bin der Nikolaus? Oh, ich liebe die alle. Aber das war absolute Kindheit für mich tatsächlich. Ich habe dieses Album oder die Kassette halt komplett gehört, alle diese Songs.
Dezemberträume, ich glaube, es heißt, es ich schneit. Kenne die, glaube ich, echt nicht. Winterkinder, ich glaube, das Album hieß Winterkinder. Ich kenne halt auch nur die Weihnachtsbäckerei. Winterkinder. Das kenne ich aus der Schule. Ja, ich kann mich auch an zwei Lieder erinnern. Oder an der See. Nee, da gab es so einen guten Song, wo es darum geht, was die sich vom Weihnachtsmann wünschen. Und der eine. Da haben wir schon das Problem. Du wünschst dir jetzt vom Weihnachtsmann in Bayern. Pass auf, der will irgendwas Zwielichtiges. Nee, warte. Die haben den Campus. Nein, pass auf, der Song ging auch so. Ich wünsche mir zum heiligen Christ einen Kopf, der keine Vokabeln vergisst. Also, wärst du zufrieden? Wow, wie kommt mir das bekannt vor? Also, klingen Bayern halt alle Lieder von ihm, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, es klingt aber einfach nach einer normalen Weihnachtsmelodie. Eigentlich war Wolfskowski der erste. Oh, einiges davon ist halt übernommen worden aus französischen Volksliedern zu Weihnachten und solche Sachen. Und dann halt mit eigenen Lyrics. Ja, und der eine wünscht sich irgendwas Zwielichtiges und am Ende so, und einen Freund, der die Klappe hält. Den wünscht er sich zum Heiligen Christ. Ich meine, jeder braucht einfach mal einen Freund, der die Schnauze hält. Snitches get stitches. Jeder Podcast braucht manchmal einen Maeve. Ja. Der auch einfach weiß, dass es produktiv wäre, wenn alle noch übereinander schreien würden. Also wenn man hier Leute hat, so ein Alpha-Tier wie Moggy und so einen Geltungsdrang-Typen wie Johnny und so, da musst du auch einen geben, der einfach mal die Schnauze hält ein paar Minuten lang, ja? Das bin ich. Das ist das schönste Geschenk, was ich mir hätte wünschen können. Danke, Ralf. Witzig und gut. Gerne geschehen. Danke, Rolf. Ach, Rolf. Ja. Ralf genau. Heißt der, oder? Ralle. Ja, Ralle, weißt danke, Rolf, Ralle. Ralle, die Kralle. Ja, wieder jetzt, A oder O? Das war Rolf. Mit O. Rolf okay. Zukowski. Lebt er noch? Das A und O. Ja, ja. Und den habe ich mal, der war mal in unserer Schule tatsächlich. Ich habe mit ihm gesungen, sozusagen. Oh mein okay. Gott. Mit dem Celebrity. Echten. Das macht dich zum Star. Glaubst du, der wäre wär geehrt, wenn er wüsste, dass du mit dem alten Mögi einen Podcast heutzutage hast? Oh. Und das mit dem habe ich damals gesungen. Aus der Satzbank. Würde ich gerne sehen. Also alle Kinder haben mit ihm gesungen. Der hat das nicht aufgenommen. Also. Er war einfach da und hat gesungen. Ey, du hast aber aufgenommenes Content. Gesungen. Kam einfach mit der Gitarre rein, hat angefangen ja, zu singen das war und ist dann wieder abgehauen. Und die Eltern so, oh, der war gar nicht so sympathisch, wie wir das uns vorgestellt haben. Er hatte es nicht leicht. Oh, echt? Der hat nichts gemacht, no. Der war ganz normal, aber die so, ja, der hätte kinderfreundlicher sein können. Der muss das wahrscheinlich ständig machen, das ist einfach nur ein Musiker. Die denken wahrscheinlich so, er muss immer so sein, wie in den Musikvideos halt. Wo dann ja, okay, ja. Warte. Das ist wie bei Peter Lustig. Wie, der muss das ständig machen. Stell dir vor, du bist der Typ, der die Weihnachtsbäckerei geschrieben hat, okay? Und du hast es verkauft zu einer Zeit vor Streaming. Die Leute haben CDs und Kassetten gekauft über Jahre, über Jahrzehnte hinweg. Und dann sagst du, hab alles für Keksteig ausgegeben. Zeit, die Schulen abzuklappern. Oh, nein, ein Dezembertag. Ja, so einfach also, gestrandet heruntergekommen. Ich meine, dass er ständig mit Kindern singen nicht muss, aber wenn er das oft mal, der war ganz normal. Der war nur einfach den wahrscheinlich nicht enthusiastisch genug. Der war halt nicht genug. Überfreundlich oder so. Ja, genau. Aber du meintest es gerade, wie Peter Lustig. Stimmt irgendwas an diesem ganzen Gerücht? Ich habe das so oft Nein. immer gehört. Oh, Peter Lustig mochte keine Kinder. Und ich dachte das mir, ist das auch hat so gar keinen Sinn. Pass auf, Tony, dass er pass Show auf. Auftritt, oder? Hat mir das nicht schon mal ja, gesagt? Das ist, ich, hier ja, schon mal die Sache war die, dass er mir in dem Interview gesagt hat, dass er Kinder am Drehplatz manchmal störend findet. Yeah. Ja, das ergibt vollkommen Sinn. Ja. Kann ich nachvollziehen. Das ist halt normal. Ja.